So, liebe Studentinnen, liebe Studenten, ich breche doch heute wieder zur Platte wieder im Rahmen der allgemeinen Botanik. Was wollen wir behandeln? Wir wollen wissen, was ist ein Sprossmärzchen, das Laubblatt und speziell das Schwimmblatt wollen wir behandeln. Plattformen schon in unserem Programm und weitere Metamorphosen. Die Pflanze und da kennen Sie bereits, es ist eine Kreterostigma. So, ich möchte es wiederholen, weil es so wahnsinnig fancy wird jetzt. Mesembryonum crassulinum ist eine fakultative aus Südafrika ursprünglich stammt. Wir haben in der Regenzeit eine Keimung. Da sehen wir die Keimung. Es wird eine morphologische und physiologische Besonderheit bereits im juvenilen Stadium geben. Sukkulenz betrifft die Blätter. Epidermale Blasenzellen sind wieder unten im vergrößerten Teil. Und zwar dienen die der Natriumchloridakkumulierung und ein Umschalten zum Krasozin-Sauerstoffwechsel von der C3-Photosynthese. Das ist auf jeden Fall beim Übergang vom juvenilen zum adulten Stamm der Fall. Circa 10% der Gene sind durch Salz- und Trockenstress induzierbar. Mehr als 25.000, die ist die Einträge betreffen, die Mesembryonum crassulinum. Adulte Phase sehen wir da. Und zwar sind die Seitensprossen mit Blasenzellen eigentlich bedeckt. Sie sehen in dem Zustand weiß aus. Wir sehen kleine Blätter, die sind da. Und die Samenentwicklung ist mit Blüten charakterisiert, die noch leben, der Rest ist abgeschoben, sind es im rechten Teil der Ablage. Etwa 12 Wochen braucht die Pflanze, um zu altern. Und wir können die synthesekompatiblen Substanzen bereits im Alter von 3 bis 4 Wochen unterscheiden. Inositol ist ein Beispiel dafür. Dann die Polyridiermodellierung in der Vakuole sehen wir im Alter von 4 bis 5 Wochen. Im Alter von ca. 6 Wochen kann die Pflanze zum Sauerstoff umschalten. So, wir wollen weitermachen. Denken wir an Europa. Sind somogene Bäume hier der Fall? Die haben Laubblätter. Und zwar sehen wir die wunderschöne Herbstfärbung von Laubblättern im rechten Teil der Abbildung. Aus den Chloroplasten werden Gerontoplasten. Und zwar wird die Farbe häufig durch Fettsäuren realisiert. Und zwar Carotinoide sind hier dran schuld. Blattabwurf an Trennungsgewebe an der Blase des Blattstiels erfolgt. Und zwar sind hier Zellulase und auch die Polygalaktonase dran beteiligt. Ausdifferenzierung erfolgt durch Stürme.
und zwar Auxin. Abwärmend ist die Absinsäure und das Ethylen. Die Zellen reagieren auf Ethylen sensitiv. Wenn die Abscisinsäure-Konzentration entsprechend ist, Auxin-Konzentration nimmt ab. Die Enzyme werden gebildet, die Transschicht austransiert und es kommt zum Blattstoff. Die Redifferenzierung von Chloroplasten sehen Sie rechts unten. Es handelt sich hier um einen Chloroplasten, der die Photosynthese durchführt. Im Herbst sind die Seneszenz-Charakteristikum des Chloroplasten, der findet seine Form. Stroma und Granatolokide werden abgebaut. Es kommt zum seneszenten Chloroplasten. Den sehen wir da unten. Ein Chromoplast, zum Beispiel durch Carotenoide rot oder gelb gefärbt, sehen wir im rechten Teil der Abwehr. Differenzierung von Blättern. Was können wir da erfolgen? Und zwar Blätter und Sprosse können zu Dornen oder auch Ranken werden. Manche Grundorgane können geschaltet andere Grundorgane auf diese Weise annehmen. Denken wir an Phlokladien. Die können aussehen wie Blätter, sind aber nur analog zum Blatt. Das ist homolog zur Sprossachse. Rhizome sehen aus wie Wurzeln, sind dann im Sprosshomolog und der Kaktus, den sehen wir rechts oben, der bildet eine Stammsukkulenz. Photosynthese kann hier durchgeführt werden und der Kaktus dient auch dem Wasserspeicher. Der hat die Blätter zu Dornen umgewandelt. Auch die Euphorbia, Euphorbia zieht, Wolfsmilchgewächse, die bilden die Sukkulenz aus. Hier ist eine Konvergenz zum Kaktus sehen. Stacheln sind die Emergenzen, das heißt, sie entstehen aus der Epidermis des Sprosses. Verbleiben wir rechts und sehen die wunderschönen Kakteen. Und zwar bei Tucson, Arizona, da habe ich Sonnenberg gelebt. Da sehen Sie diese wunderschönen Kakteen. Und zwar sind das Saguaro-Kakteen. Die sehen wir da. Und kleiner da hinten. Oh, wunderschön. Die Euphorbien dagegen treffen sie in Südeuropa. Ein Beispiel ist da und wie gesagt, es kommt hier zu einer Konvergenz zum Kaktus. Rosa Canina. Sehen Sie Fruchten da? Ein Beispiel hier unten. Das habe ich am Anfang genommen, ist eine böse Rose, die normale Rose eigentlich überwuchern kann. Rosa Canina. Ein Beispiel sehen wir mit dem Problem mit dem Selbstschutz. Ein Vorgang, bei dem ein endogenes Programm im Prinzip abläuft. Es führt zur Alterung und auch zum Tod der Zelle. Es ist eine geordnete Abfolge biochemischer, physiologischer und auch zytologischer Veränderungen. Die Form des Todes sehen wir unten. Es kann zur Alterung im Herbst kommen und zwar von Organen. Die
wie an die Blattalterung, auch an die Fruchtreifung. Oder es kann auch ganze Organismen betreffen. Denken wir an ein bis zwei alte Pflanzen, Apidopsis zum Beispiel. Die würde am Herbst hier absterben. Entwicklung und Morphogenese, auch das ist ein Beispiel für den Polymythen-Zettel. Denken wir an die Xylogenese, also das Xylem-Menschen, oder auch Trichome, Haare, das Blatt überziehen, die sind am Beispiel für den Polymythen-Zettel. Auch die Stressantwort können wir einnehmen. Bildung von Erythrozyten. Und zwar ein Beispiel ist die Unzing, die Reiswurzel anführt. Oder auch die Abwehr von Pathogenen, die wir an Läsionen. Das ist ein Beispiel für Polymythen-Zellen. Verbleiben wir bei den Differenzierungen. Die Dornen sind Umwandlung der Sprossachse. Wir können als Beispiel Kaktusdorn hier wahrnehmen. Die sind die oberen da links. Und zwar sind hier Kaktusdornen. Ranken sind Befestigungskörner mit oder ohne Haftscheibe an ihnen. Viele Leguminosen, ein Beispiel ist Latios, der Latios sylvestris, die besitzen Blattranken, oder auch Kletterpflanzen sind hier anzuordnen, die besitzen oft Sprossranken. Akazie ist ein Beispiel, das sind sehr um. Oder auch Vitis vinifera, die Rebe sind die hier unten. Jetzt kommt zur Differenzierung darüber hinaus, denken wir an Phyllokladen. Das sind Metamorphosen, die Sprossachse betreffen. Sie sehen zumindest blattartig aus. Similar an Rügner. Ist da als Beispiel die Zinn oder auch die Akazie, sind Blätter als Basis, die tragen Blüten. Akazie melanoxylon, die Blätter und Flugladen kommen gemeinsam vor. Denken wir an Akazie sind sie im rechten Ableitung. Hier sind auf jeden Fall Blüten auf den Blättern präsent. Das ist ein typischer Flugladen. Weitere Morphosen sind die in diesem Fall rechts. Und zwar kommen die in ariden Gebieten vor, denken wir an Steppen oder Wüsten und auch an trockenen Standorten können wir die weiteren Morphosen einsehen. Denken wir an Wälzen oder auch an Sandböden. Hier oben ist nochmal die wunderschöne Messerbettung sehen. Die müssen mit sehr geringer Wasserzufuhr überleben. Die schränken auf jeden Fall die Transpiration ein. Es werden Blätter verdorren oder auch nur als kleine Schuppen ausgebildet. Wir sehen hier Mesembryon. Es kommt zur Sprossbildung. Da sehen. Bedeckt mit den Blasen. Und es wird hier relativ kleine Blätter geben, die sehen Sie da und auch dort. Die Blätter können, wie gesagt, verdornen, das ist bei Messer nicht der Fall, oder sie werden als kleine
Schuppen ausbilden. Es wird darüber hinaus zur Stammzukonenz kommen. Xeromorphe Blätter sind noch zur Assimilation fähig, sehen grün aus, haben Chloroplasten, können Photosynthese durchführen. Das sehen wir auch bei der Mesempernomie. Als Beispiel da oben. Die zeigen eine von Mesophyten und auch Hygrophyten. Die sind das hier dünn, unbehaart, erhobene Spaltefüllen. Das kennzeichnet da eine Hygrophyten. Hier sehen wir eine deutlich unterschiedliche Anatomie. Das ist hier im Querschnitt nochmal zu sehen. Hier sind die Spaltöffnungen eingesenkt und es wird zur Bildung von Trichomen in der Spaltöffnungsregion im Prinzip kommen. Das sehen wir da. Das Blatt soll uns noch mit weiteren Momenten vom Rosen beschäftigen. Der Blech durch Sklerenthym-Einlagerung oder auch Saftarm, denken wir an die Akazie, sind Hartlaubgewächse, Profilstärkung der Blätter zur Vermeidung von Überhitzung. Das ist auch bei der Akazie der Fall. Die Blätter können im Prinzip einrollen und die Stomata verstecken. Das ist im heutigen Tag zu sehen gewesen. Die Cuticula ist auf jeden Fall sehr stark entwickelt und es wird auch hier Wachsanlagen geben. Die Stomata sind eingesenkt und es kommt zur Behaarung. Es können hier Stomata geschaffen werden als konvektionsfreie Räume. Das ist auf jeden Fall typisch für das Leben an trockenen und ariden Standorten. Rhipsalis disseminis ist hier im astrochromomikroskopischen Bild im Prinzip sehen. Hier sehen wir die Epidermis mit eingesenkten Stomata und auch Sättiger Cuticula. Es ist hier oben zu sehen und auch da unten. Lassen Sie uns zusammenfassen, was haben wir im Rahmen der Vorlesung gelernt. Es stand das Sprossensystem vor unserem Programm. Sind es am Beispiel von Dykotylpflanzen, hier nochmals, längsschnitt durch ein embryonales Sprossensystem. Und zwar wird das Sprossensystem hier umziehen. Es werden Blattprimordien im Prinzip das verlassen. Das Meristem und das Meristem gleichzeitig schützen. Wir denken darüber hinaus an Monokulturen, Einklemmpatrike, sie sehen ein bisschen anders aus, sind aber auch durch ein Meristem charakterisiert. Wir haben als Besonderheit die Kryptosigma zum Beispiel kennengelernt. Die sehen Sie da im digitalen Zustand und wissen bereits, eine Drehung kann ausgelöst werden. Es wird die Pflanze zum Leben wieder erwachen. Sie sehen einen Schnitt durch den Ansatz eines Blattes nochmal in der mittleren Ablage. Es wird das Leitbündel von der Rinde umgeben sein. Nach außen kommt es zur Epidermis. Sie können Blattstiele und Sprossachse unterscheiden. Und
wissen, es kommt zur Metamorphose, zur Umbildung von Blättern. Zum Beispiel bei Lathyrus sehen wir das als Beispiel hier. Lathyrus blüht und die Blattform. Lassen Sie uns mit Stomata und Epiphyten weitermachen. Auch das ist eine Folge im Rahmen der allgemeinen Botanik. Die Schwerpunkte des Vorlesungsabschnitts, die sind da. Wir wollen wissen in diesem Abschnitt, wie kann sich eine Epidermis weiter differenzieren. Wir wollen Stomata haben, die Spaltöffnung kennenlernen. Wir wollen wissen, was sind überhaupt Epiphyten. Und wollen dann zum Beispiel Orchideen und Drosrahmen kennenlernen. Die Blattepidermis soll als erster auf unserem Programm stehen. Und zwar die Stomata, die Spaltöffnung. Die Aufgabe der Stomata besteht darin, den Diffusionswiderstand später so zu regulieren, dass die Aufnahme von CO2 für die photosynthetische CO2-Fixierung oder auch die Dunkelfixierung, denken wir an Campodimalis, die Spaltöffnung erfolgt aufgrund nassischer Bewegungen, denken wir an Photonazie oder auch die Hyogonazie. Ursache der Bewegung ist die Differenz des Rohrs in Schließeln und Nebenzellen. Ein typisches Beispiel für Stomata sind da. Ich habe das gelernt. Es ist auszusprechen selten, dass Stomata sich in der Nachbarschaft bilden. Das sind die da oben. Es kommt zur Ausbildung von Mutationen. Die Filtform sind die am linken Teil der Appel, gefolgt von Termini Maus. Und zwar eine Ansammlung von Stomata, die sind in diesem Falle. And SGD1 sehen wir als Mutation im rechten Teil der Abwehr. Spaltöffnungen in der Epidermis können Sie noch mal ziehen. Das ist eine Aufsicht auf ein Blatt. Und zwar sehen wir ganz typisch die Stomata, die Stieße, die im Aufnahmen von CO2 im Prinzip dienen. Wir sehen in der Platte Epidermis die Stomata. Die Stomata, die nehmen den osmotischen Wert der Schließeln an. Und zwar denken wir an ein negatives Potenzial. Auf diese Weise strömt das Wasser in die Zelle. Der Torrohr steigt an, die Schließzelle nimmt an Volumen zu und es kommt zur Öffnung des Spaltes. Das Hauptosmotikum sind Kalmionen, die bewirken die Öffnung des Stomata. Die Kalmkonzentration in der Rohle beträgt ca. 600 mmol, das ist ziemlich viel. Bei offenem oder auch 100 mmol bei geschlossenem Spalt. Hier kommt es auf jeden Fall zu einer ganz starken Wendung. Eintritt in die Schließzellen über Kalmkanäle. Die Kanäle sind offen bei hohem Membranpotenzial und zu kompensieren diese elektrischen Ladungen in Angiospermen, Malat-Ionen.
das Onion der Äpfel. So, was sagt es als Schema? Im rechten Teil der Ablung oben sehen Sie Wasser in Summe da im Prinzip abläuft. Ich sprach von Kalium, und zwar Kalmkanäle sind auswärts und einwärts gleichrichtend. Es wird über Rezeptoren, die Absinsäure wahrgenommen. Die Absinsäure wird zyprasmatisch gebunden oder auch also im Zyprasma oder außen sind es hier. Und zwar sind die blau dargestellt. Es kommt neben der Bindung von der Absinsäure zur Bindung von der Absinsäure und zur Freisetzung der sekundären Transduktion. Und zwar wird IP3 zu 3-Phosphat oder auch das Dicyclozol im Prinzip freigesetzt als Second Messenger. Es wird zur Bindung von Kalium auf jeden Fall kommen. Und auch das Kalzium als Transmitter spielt eine ganz wichtige Rolle. Das Kalzium kann übrigens aus der Vakuole freigesetzt werden. Sehen Sie in diesem Falle da. Die Stomata, die können geöffnet oder auch geschlossen sein. Spalte offen und geschlossen, das sehen wir als Beispiel hier. Und zwar wird das zum Aufsicht des Blas kommen. Stomata geöffnet sehen Sie in diesem Fall oben. Und unten sind die Stomata geschlossen. Das können wir hier anschauen. Die Ausschließen sind also in diese Balle geschlossen. Es kommt hier zu einem ganz wichtigen Unterschied, der auf jeden Fall dem Drogo im Prinzip angesetzt werden kann. Die Volumenzunahme der Schließzeit wird für das Öffnen und Schließen der Stomata verantwortlich sein. Und denken Sie bitte nach vorne daran, das Kalium ist ja ein ganz wichtiger Transmitter. Übrigens sind auch die Schließzellen Ioplasten. Das sind in diesem Fall unten. Die Stomata sehen Sie da. Die Schließzellen bestehen aus unstichen verdickten Zellen. Und zwar sind die Innenwände dick und die Außenwände wie die Nachbarzellwände sind dünn. Dadurch schließen es Stomata wirklich. Die Schließzellen enthalten übrigens Globulasten. Das sehen wir an diesem Fall drumherum. Und mit dieser spannenden Aussage möchte ich meine Vorlesung für heute beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf nächste Vorlesung. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.